Hey Leute, da sind wir wieder. Ma? Was machen wir heute? Weißt du das? Bei Jens Grill. Wir grillen heute bei Jens auf dem Grill, ne? Ja. Auf Kuhgrill. Guck mal hier, hier haben wir einen schönen Schweinenacken. Hier haben wir Waldpilze, Zwiebeln, Creme Fraiche. Oder Frischkäse, besser gesagt. Dann haben wir hier Steinpilze. Das ist von meinem Kumpel eine Bekanntschaft, die macht das immer selber. Seht ihr? Ja? Und das werden wir jetzt einfach machen. Wir werden es hier schön mit drin nehmen. Alle drin hier. Dazu geben wir noch Pfeffer, Salz mit zu. Ja, ich möchte jetzt einen Rollbraten machen. Das ist staubig. Ja, staubt, ne? Wir haben einen Schweinenacken. So, die werden wir jetzt erstmal schön auf so einen Zentimeter erstmal aufschneiden hier. Seht ihr? So, ein bisschen aufklappen. Aufpassen, dass er nicht unbedingt durchschneidet, weil das wäre dann nicht gut. Riecht sehr eklig, irgendwie. So. Noch ein bisschen, geht noch. Ja. Ja. So, dann drehen wir uns hier wieder hin. Und dann haben wir hier die dicke Seite. Ne? Und die fangen wir dann auch wieder, aber diesmal von der anderen Seite. Nee, doch von der Seite. Machen wir, genau. Mal ein bisschen runter kann er noch. Ja. Genau. Ja. So, dann schneiden wir uns hier wieder ein. Und wir machen hier kein Fett weiter ab, weil das soll schön im Braten hier drinnen bleiben. Ja. Ich war erst einmal überlegen, ob ich vielleicht ein bisschen Bacon mit zunehme. Aber nö, machen wir nicht. So, dann haben wir das schon mal so. Ich hab schon mal durchgeschnitten. Ja, ist nicht schlimm. Das machen wir dann ein bisschen anders. So, hier können wir auch noch ein bisschen. Ich träume. Ja. Dann haben wir hier, wie gesagt, einen Meinungsverstärker. Seht ihr? Und da werden wir den ein bisschen erstmal ein bisschen platt machen noch, dass wir den hier schön vernünftig ausrollen können. Da zerstören wir natürlich die Struktur vom Fleisch ein bisschen mit. Gut, ich denke, das reicht uns so. Wie gesagt, jetzt werden wir natürlich die Waldpilze hier in der Gusspfanne schön anbraten mit Zwiebeln. Dann werden wir den Braten mit den Frischkäse, Pilze, Pfeffer, Salz ein bisschen bestreichen. Dann kommen die Pilze mit drin mit Zwiebeln zusammen, dann rollen wir das zusammen, aber das zeige ich euch dann nochmal. Also, bis gleich. So Leute, dann sind wir wieder. Hier, Pfanne ist heiß. Da gehen wir jetzt, machen Sie rückwärts schon ein Stück, die Pilze drin. Schaut mal, hier haben wir die Creme fertig gemacht. Für die Trockenpilze. So, dann werden wir auch gleich hier die Zwiebeln mit zugeben. Ja, alles da drin. Dann werden wir ein bisschen Pfeffer, Salz drüber machen. Ja, gut, ein bisschen Pfeffer. Ist doch fast leer. So, und die ganze Sache werden wir wieder würzen mit Heugas Gewürz. Seht ihr? Ja, der 2.0. Finde ich gutes Gewürz, aber da wird zwar bloß ganz leicht damit. Ne? Nicht viel, nur ein bisschen, weil wir wollen den Eigengeschmack von der Pilze ja nicht versauen. Ne? Weil das Pilzgeschmack soll ja drin sein. Jo, wie gesagt, dann nehmen wir das Gewürz wieder. Jo, wenn wir das soweit angebraten hier, darfst du umrühren, mein Kind. Jo, dann sehen wir uns dann wieder. Wenn ich ihn dann bestreiche, belege, zusammenrolle, dann sehen wir uns wieder. Also, bis später. So Leute, dann machen wir weiter. Wie gesagt, Heugas Gewürz, seht ihr? Machen wir nur ganz leicht drüber, weil wir wollen den Pilzgeschmack, wie gesagt, nicht versauen. Soll ja schön nach Pilze schmecken. Ja, 3 Stunden hoch schon. Ja. So, dann haben wir hier die Pilze, die haben wir schön, wie gesagt, angebraten. Die machen wir dann gleich mit drin. Jetzt haben wir hier die Creme. Damit werden wir erstmal den Braten schön bestreichen. Ja? Dass überall schön was dran ist, in dem Frischkäse. Ich habe mal eine Zutat vergessen. Guck mal, was da hinten noch ist. Ich habe den Käse vergessen, zu erwähnen. So. Ja.
Ich denke mal, so reicht uns das schon. Ja, dann werden wir gleich hier unten ein bisschen Käse mit drauf geben. Ja, schön aufstreuen. So, gut, dann werden wir die Pilze nehmen. Die sollen natürlich auch mit Platz nehmen hier drauf. Oh, das sieht jetzt schon fantastisch aus. Die geht schon rüber. So, gut, dann werden wir auch anfangen, uns den zu rollen. Ja, mal schön zusammenrollen hier. Ja, da habe ich ein bisschen durchgeschnitten, wie ihr seht. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ja. Schön drin bleiben hier alles. Ja, gut, den werden wir jetzt noch schön verbinden, also zuschnüren. Ja, und dann sehen wir uns drüben am Grill wieder, weil der kriegt dann ja noch ein bisschen Rauch. Auf dem Kugelgrill, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns ja drüben wieder. Macht das erstmal gut. So Leute, da sind wir wieder. Seht ihr, der Anzündkamin, der raucht schon. Pui, aber ganz schön doll. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal die Kohlen soweit fertig. Und danach werden wir das Fleisch näher auflegen. Schön räuchern. Das zeigt euch gleich nochmal. Ja, ich würde sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, schaut mal, jetzt haben wir so einen indirekten Bereich geschaffen. Geht auch anders, wie ihr seht, ohne irgendwelche Seiten, wo man die Kohlen an der Seite drin macht. Ja, da werden wir jetzt natürlich erstmal den Rost drauf packen. Das brauchen wir ja natürlich. Ja, und dann habe ich hier, ja, seht ihr, die Räucherchips. Die kommen jetzt gleich mit drin. Das wird schön räuchern nachher, das ganze Fleisch. Ja. Mal schön mit drin. Dann haben wir hier noch ein paar, die werden wir noch mal zugeben. Weil das soll ja schon ein bisschen räuchern alles. Soll ja schön den Geschmack annehmen. Jo. So. Aufgefüllt habe ich es mit Bier. Ihr könnt auch Wasser nehmen. Also was ihr möchtet halt. Ne? Keine Frage. Ja, dann werden wir uns mal den Braten holen. Ja. Ja. So, schaut mal, da ist er. Das Schmuckstück. Sieht denn lecker aus. Vor allem so schön groß. Sind 2,4 Kilo, habe ich ja schon erwähnt. Jo. Werden wir uns mal einen Deckel noch holen, raufmachen und dann lassen wir erstmal ein bisschen räuchern. So, Deckel ruf, räuchern lassen. Ich habe hier noch den, wartet mal, die Mieter. Den werde ich noch mit drin stecken, dass wir die Kontrolle haben. Erstmal wegen Fleisch und zweitens Innenraumtemperatur. Ich denke so 120 Grad, ja, wenn ein bisschen mehr, ist auch nicht schlimm. Ja, gut, wir lassen es erstmal räuchern und dann sehen wir uns nachher wieder. Macht es erstmal gut. So Leute, dann sind wir wieder. Schaut mal, hier ist er. Der Schweinebraten. Geile Sache, oder? So, machen wir mal einen Mittelschnitt. Mal sehen, wie er geworden ist. Ich sehe es schon. Na, Leute. Was sagt er? Ist geil, oder? Mal wie der Käse rausläuft. So, was können wir machen? Anschneiden müssen wir. Kann das Traum so runterschneiden? Oh, das zerfällt schon. So. Den Rest packen wir mal an der Seite. Und dann einfach mal kosten. Guck mal, schön Käse drin. So. Das ist doof. Leute, ein Traum. Wie gesagt, wenn euch das Video gefällt,
Ja, dann mach das nach. Wir sind dann bald wieder. Also dann mach's gut, der Balkonsoller.